Ja, moin zusammen. Heute geht es mal um den Milwaukee Fuel, den Akkuschlagbohrschrauber, und zwar den M18 FPD2. Und zwar habe ich den jetzt gleich versehen mit dem 5 Ampere-Stunden Akku. Ich habe den leihweise zur Verfügung gestellt bekommen von einem Zuschauer, der gesagt hat, teste mal. Meine Meinung wollte er gerne mal hören. Ja, wie ist denn meine Meinung? Kurzversion, ja, fertig. Was war seine Motivation, das Ding zu holen? Nun, es ist sehr stark, aber auf der anderen Seite auch relativ klein. Wenn man sich das mal so anschaut, ich nehme hier mal den Parkside mit 60 Newtonmeter Drehmoment und stelle ihn mal daneben. Das Teil hier hat 135 Newtonmeter. Klar, man sieht, und vom Gewicht her ist das ein klein bisschen schwerer, aber es gibt auch Gründe dafür. Es muss auch ein bisschen stabiler gebaut sein. Ja, im Grunde genommen fast gleich. Ja. Und wie gesagt, in dem Dingen ist deutlich mehr Power drin, also Newtonmeter. Wie gesagt, 135 Newtonmeter haben wir jetzt schon erwähnt. Und was kostet denn der Spaß? Was muss man für 135 Newtonmeter bezahlen bei Milwaukee oder an Milwaukee abdrücken? Naja, ungefähr 200 Euro. Milwaukee Shop, der nimmt 260 Euro. Hier bei Idealo gibt es diverse Shops, die dann eben so um die 200 nehmen dafür. Für Solo-Gerät ohne Akku. Was bekomme ich dann dafür? Nun, zunächst mal habe ich hier vorne hingelegt einen Handgriff. Und zwar mit Spannpratzen aus Metall. Also sieht aus wie Feinguss. Und einer richtigen massiven Stange. Und auch einem richtig schönen massiven Handgriff. Und das ist auch notwendig. Wo wird er eingekoppelt? Hier in dieses Metallgehäuse. Ich habe hier noch von dem Zuschauer ein zweites Getriebegehäuse mitbekommen und da kann man das möglicherweise noch etwas einfacher sehen. Ja, das Getriebegehäuse hier, ja, so, damit man mal ungefähr die Ausmaße oder beziehungsweise die inneren Werte hier anschauen kann. Hier haben wir noch ein Kabel. Ich vermute mal, nachdem ich da so ein bisschen überlegt habe, ich vermute mal, das hat etwas mit der Drehmomentverstellung zu tun und möglicherweise ist die tatsächlich auch elektromagnetisch oder so etwas. Wie komme ich da drauf? Ich habe ja hier verschiedene Stufen. Das heißt also, ich habe hier was zum Hammerbohren, ich habe was zum Bohren und dann habe ich diverse Drehmomentstufen. Und all die Stufen und sogar beim Bohren, also wenn ich in der Bohrstufe richtig hohe Last drauf gebe, rutscht das Bohrfutter durch. Also sprich, es ist so, als würde dort immer noch eine zusätzliche Drehmomentstufe wirken. Das habe ich so erfahren, wo ich dann eben den praktischen Test mit den Schrauben gemacht habe. Und das ist ja dann eigentlich auch Höchstbelastung für so einen Drehschrauber, für einen Bohrschrauber. Ein Drehschrauber hatten wir ja schon vorher durchgesprochen. Den nennt Milwaukee so, andere nennen sowas Drehschlagschrauber. Ich werde dazu noch ein extra Video veröffentlichen, um das Zerlegen dieses Getriebes bzw. dieses Kopfes hier. Es sei insofern etwas gesagt, dass hier dieses Gewinde absolut nicht kompatibel ist zu anderen Bohrfuttern, hier mit Halbzoll oder hier das Metabo-Bohrfutter. Das kann man nicht einfach so da drauf setzen. Auch der Innendurchmesser dieser Sicherungsschraube Linksgewinde ist ein anderer, etwa eine 7er oder so etwas. Das passt also nicht. Man ist eben darauf angewiesen, dass man sich so ein Spezialbohrfutter bzw. ein Bohrfutter mit so einer Spezialaufnahme hier sucht, wenn man das bestehende Bohrfutter denn unbedingt ersetzen will. Ja, das sind eben so die kleinen Besonderheiten. Hier innen drin, das sei nochmal gespoilert,
ist ein Spindellock, der ist einfach nur toll. Schaut euch bitte einfach mal das Zerlegevideo dann an, das dann irgendwie nochmal kommen wird. Vielleicht packe ich das auch hier noch mit rein. Man kann sich einfach nur freuen darüber, was für einen schönen mechanischen Aufbau dieses Getriebe bzw. dieser Spindellok hier hat. Und ja, das hier habe ich jetzt nicht extra abgemacht. Dazu hätte ich dann diesen Schleifring, also so eine Platine, abmachen müssen. Okay, ihr werdet es ja sehen. Ja, Spindellok, das bedeutet also hier vorne auch eine, ja, ein Bohrfutter. Dieses Bohrfutter muss man natürlich dann zuerst abmachen, bevor man hier sich weiter durcharbeiten kann. Es ist aber nicht zwingend notwendig, das Bohrfutter abzunehmen, um dann sich mal den Spindellok anzuschauen. Das muss man nicht machen. Das Bohrfutter selber ist eins mit einer Radialverriegelung. Und zwar hier einfach mal kurz. Also, hier braucht man überhaupt keine Angst zu haben, das richtig festzuziehen. Gar kein Problem. Und man löst es einfach so wieder. Der Nachteil, den ich hier sehe, sind zwei Nachteile. Und zwar nehmen wir das mal hier, das Bohrfutter von Metabo, Nachrüstbohrfutter. Zum einen hat das Nachrüstbohrfutter auch einen Anlaufring. Das heißt also, wenn ich auf irgendwelche Gegenstände auflaufe mit meinem Bohrer und berühre dann die Umgebung, dann dreht der Ring hier vorne zwar mit Geschwindigkeit wie der Bohrer, aber er hält dann an und der Rest dreht dann weiter. Das ist also ein Anlaufschutz in engen Umgebungen, um dann mit dem Bohrfutter nicht irgendwie das Werkstück noch weiter zu beschädigen. Das zweite ist, was ich nicht so schön finde, zum einen, wir sehen ja hier die Grifffläche. Ne? Die ist hier deutlich breiter bei dem Metabo als hier. Und die Grifffläche hier, also dieser Griffring, ja, an dem ich ja das komplette Drehmoment aufbringen muss, um dann einen nicht eckigen, sondern einen runden Bohrer, 13 mm da einzuspannen, der muss ja genug Griff haben, um eben möglicherweise das volle Drehmoment dann in das Werkstück zu übertragen. Das ist hier nicht griffig, in meinen Augen nicht so griffig genug. Ich finde, so ein Hautreißer, das heißt also, der so etwas rauer ist, in Richtung Pfeile geht, wie er hier, ist da angebrachter, und wenn man dann mehr Fläche hat, dann kriegt man den auch besser gedreht. Eine zusätzliche Sicherheit für den Fall, dass mal irgendwas mit dem Spindellok sein sollte, was ich aber, wie gesagt, Spoiler, nicht glaube. Bei allen anderen Bohrmaschinen, Bohrschraubern, würde ich das glauben, dass das irgendwann mal versagt. Aber wenn das hier versagt, dann ist alles kaputt. Aber man hat ja hier dann die Sicherheit, man kann hier noch einen Schlüssel ansetzen und dann das Bohrfutter so abdrehen. Ja, das zu dem Bohrfutter, halt das Wichtigste noch, das sieht man hier kaum, glaube ich. Ich will mal sehen, dass ich das hier so ein bisschen in die Kamera reinhalten kann. Ihr seht das hier so ein bisschen golden schimmern. Ja, die Spannpratzen. Ja, das sieht mir so aus, als wären da Hartmetallplatten reingelötet worden in diese Spannpratzen. Also das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Idee. Und das auch noch zweistufig. Also hinten drin ist eine Stufe, die dann noch etwas vorspringt. Ja, so dass man feinere Bohrer dann nicht so weit reinsetzen müsste. Finde ich ausgezeichnet, die Idee. Dann geht es weiter. Hier hinten dieser Ring, wie gesagt, der, so wie ich das jetzt gesehen habe, hier wird wohl über einen betätigt einen Schleifring. Dieser mechanische Klick ist eine Art optische, akustische und haptische Unterstützung, dass man eine bestimmte Stufe eingelegt hat, aber das scheint hier irgendwie über so eine Platine abgegriffen zu werden und das Ganze wird dann wohl gesteuert. Ich nehme an, wie gesagt, elektromagnetisch.
dass es da eine entsprechende Kupplung hier drin gibt, die dann ab einem bestimmten Drehmoment auslöst und den Durchtrieb verhindert, zur Schonung von was auch immer. In diesem Fall sieht es eben so aus, dass das wirklich ein richtig hohes Drehmoment zulässt. Ja, dann dahinter sind hier das Metallgehäuse, das ist Kunststoff, hier dieses Metallgehäuse, dort werden dann eben diese Spannpratzen eingesetzt und zwar richtig formschlüssig. Ja, also tatsächlich hier und dann andrehen und nicht mit einem Spannring oder irgend so etwas, was zum Beispiel der Parkside macht oder was der Makita, den ich da habe, mache. Also hier sieht man, das sieht man ganz gut, der geht hier in diese Nocken rein, ja, und da rührt sich also wirklich nichts mehr und das ist auch beim Schrauben, das merkt man, bombenfest, da braucht man also auch keine Angst zu haben, dass das irgendwie in Schwingen kommt und sich biegt und so grenzwertig ist. Nein, das ist wirklich eine richtig schöne Verbindung. So gehört sich das eigentlich auch, wenn man mit hohen Drehmomenten arbeitet. Und ja, der Einhell, der kleine 60 Newtonmeter Bohrschrauber hat das ja wunderbar vorgemacht, indem er ja nicht so eine Klaue hier, also zwei Klauen dann nimmt, sondern einfach unten durch so ein Gewinde durchjagt. Da kann man dann auch einfach den Handgriff da reinschrauben und ist auch gut. Und auch hier sind nur zwei Positionen möglich. Einmal in diese Richtung, also waagerecht, und dann einmal in die andere Richtung. Schluss und nicht rundherum irgendwie. Weiter nach hinten. Wir haben den üblichen Schalter fürs Getriebe. Der geht relativ stramm. Das hat aber auch seinen Grund in den Federn, die hier unten drunter sitzen. Das Getriebe selber lässt sich relativ einfach schalten. Das ist also nicht das Problem, aber hier drunter sind noch zwei Federn oder eine Doppelfeder, die dann diesen Schiebeschalter so ein bisschen stark nach oben drückt. Na okay, besser ist das so, als wenn er hier frei rumfliegen würde. Diese Maschine kann ich leider nicht weiter auseinandernehmen, weil der Zuschauer hat gesagt, lass sie mir heil, lass sie mir ganz, weil die ist noch fast neu. Weil interessant ist es natürlich immer, wie wartungsfreundlich ist diese Maschine. Denn auf der Service-Seite oder auf der Webseite von Milwaukee hier in Europa, in Deutschland, dort wird dann gleich auch unter Service wird eine Explosionszeichnung angeboten und wird auch eine Ersatzteilliste angeboten und ich nehme mal an, das machen sie nicht, wenn das alles hier nur Fake wäre und man kriegt das Ding nicht vernünftig auseinander und im Reparaturfall auch wieder schnell zusammen. Das kennzeichnet normalerweise gute Maschinen, dass die einfach zu warten und einfach zu reparieren sind. Das hat man zum Beispiel ja hier auch an dem Getriebe gesehen. Das ist, wenn man es mal gemacht hat, relativ einfach auseinanderzunehmen oder zusammenzusetzen. Besonders interessant wäre es natürlich zu wissen, wie ist der Motor hier gelagert? Ist das ein Paket, wie zum Beispiel das sinnvollerweise der gezeigte Parkside Performance Akkuschrauber macht? Oder ist das nur im Gehäuse gelagert, vorn und hinten? Also hier zum Beispiel auch im Getriebe. Ne? Muss man mal sehen. Wäre mal interessant, wenn jemand auf YouTube so ein, ja, zum Beispiel AVE mit seinem Bolter da, das mal zeigen würde. Was noch interessant ist an dem Gehäuse, ich persönlich, das ist natürlich Kunststoff, ich bin eigentlich ein Gegner von TPE, weil, ja, klar ist das immer in diesem Moment griffiger, nur wenn du es lange benutzt, dann sieht es dann uselig aus, ist schlechter zu reinigen und wenn sie eben dann dieses TPE ersetzen würden durch mehr Plastik, hätte man genau die gleiche Gehäuse, den gleichen Gehäuseumfang, aber eine größere Gehäusedicke, mehr Stabilität und weniger Kosten. So, aber wenn man schon TPE anbringt als Puffer, ne, hier und hier und dann hier unten
dann müssen wir auch mal gucken, gerade ob das nicht irgendwo, ich lege da mal das Blatt Papier drunter, ob das nicht irgendwo aufschlägt. Und hier muss man sagen, ja, ist wieder das Gleiche. Hier auf den Kanten, da kommt das dann leicht auf. Also entweder man macht das hier dicker oder man lässt es ganz weg. Also hier das Gehäuse liegt wirklich nur auf diesen Puffern hier auf. Der Umschalter hier, der ist wirklich schön und präzise. Der Auslöser hier oder der Gasgriff, der ist ja einigermaßen, der ist schön abgerundet und auch griffig. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das mal. Springt relativ spät an, wenn man das hier so sieht. Ja. Da springt er an. Okay, also beim Loslassen, dass er einfacher ist als reindrücken, da geht er flüssig mit der Drehzahl runter. Aber ab hier schon die Höchstdrehzahl erreicht. Also vor dem kompletten Anschlag hat er schon seine Höchstdrehzahl erreicht. Drehzahlmessung machen wir gleich noch. Vorwärts, rückwärts. Der hier vorne ist die Lampe und so lange leuchtet sie dann halt nach und sie dimmt sich dann automatisch irgendwann auch ein bisschen auch wieder runter. Ne? Da ist sie. Okay, und die Maschine selber angenehm eigentlich von der Größe her und das Gewicht schreiben die ja hier auch netterweise rein und das sind mit dem 5 Amperestunden Akku also 2,18 Kilo. Alle sind zu benutzen, alle Akkus im 18er Akkus, was ich vorgelesen habe, Bofutter Spannweite bis 13 mm und Holzschrauben ohne Vorbohren 16 mm. Das Bohren in Holz mit Flachholzbohrer 32 mm, mit Holzschlangenbohrer 32 mm, mit einem Selbstbohrer 65 mm. Also wie gesagt, interessant, die Holzschrauben ohne Vorbohren 16 mm. Bevor ich den hier drauf schiebe, hier unten, dieser Klotz da, die Kontakte, die bewegen sich. So. Und jetzt beschäftigen wir uns mal so ein bisschen mit den Schrauben an und für sich. So, Thema nochmal Schrauben. Und zwar in diesem Fall hatte ich ja schon mal einen Clip gemacht. Es ging dort um die Holzschrauben nach DIN 571. Ja, die Teile hier. Es ging da um die Frage Schaftdurchmesser gleich Gewindedurchmesser und dann im Vergleich zum Kerndurchmesser. Dort hatte ich ja auch eine Tabelle mal hier nach DIN 571 dann ausgedruckt und dann die realen Werte da drunter geschrieben, die ich bei meinen Schrauben gemessen habe. Ja, und Kommentare gab es dann, ja, mit seinem kleinen Schrauber 12 Volt oder was, ne, noch nicht mal mit 20 Volt, da kriegt er dann zum Beispiel Tellerkopfschrauben 8x200 oder 10x200 oder was weiß ich nicht alles da mühelos mit rein und er kann gar nicht verstehen, wieso der Bohrschrauber bei mir zum Beispiel versagt hat. Das ist zum Beispiel so eine Holzbauschraube. Eine Holzbauschraube mit Tellerkopf. Ja, die gibt es dann auch in Senkkopf. Also beides identisch und wie gesagt, das ist eine Ausführung mit dem Sechskantkopf. Ja, ich habe da gezeigt, 6, 8, 10 und 12 habe ich dann besprochen in den Werten. Das hier ist ein 8er und das ist ebenfalls ein 8er. So, sieht man da irgendwelche Unterschiede? Ja, man sieht welche und wenn nicht, dann gibt es
dann hast du wirklich irgendwie ein Problem. Ich habe jetzt dafür nochmal ein paar Detailaufnahmen gemacht und diese Sachen hier, die sprechen wir jetzt mal im Einzelnen kurz durch, damit wir da ein besseres Verständnis haben, warum das eine so leicht geht und das andere eben so schwer geht. Warum das so schwer geht, das habe ich eigentlich in dem Video hier ausführlich über DIN 571 ausführlich erklärt, weil schlicht und ergreifend der Kerndurchmesser hier deutlich geringer ist als der Schaftdurchmesser und der Schaft, der spreizt dann das Loch nochmal zusätzlich auf, gibt noch einen zusätzlichen Widerstand da drauf. Das bedeutet eben mehr Drehmomentaufwand, mehr Energieaufwand für den Bohrschrauber, ne? Hier den nehme ich mal als flankierende Maßnahme. Ja, damit kann man eben sehr schnell so einen Bohrschrauber an seine Grenzen bringen. Nicht unbedingt mit dem 8er, aber 10er und spätestens beim 12er, dann ist dann auch irgendwann Feierabend. So, und hier dieser Milwaukee hat ja in seiner Bedienungsanleitung stehen bis 16 mm. Jetzt hat er geschafft, 12 mm. Auch nicht ganz. Und ich nehme mal an, die meinen diese hier. Ja. Diese Schrauben muss man vorbohren, sagt die Norm. In Holz generell in der Regel vorbohren. Und das sieht man dann auch, wir gucken uns das mal von vorne nach hinten an den Spitzen. So, die Spitzen hier, bei der DIN-Schraube ist sie stumpf und hat auch ja, irgendwie keine Besonderheiten. Diese Spitze hier bei der Holzbauschraube ist nicht nur spitz, sondern hat hier auch noch so eine, ja, tatsächlich eine Bohrfunktion. Ja, nicht nur eine Schraubfunktion. Das ist das eine. Dann gehen wir weiter. Wenn wir uns die Gewindegänge hier anschauen, die DIN-Schraube, ja, die gibt es natürlich hier, die Holzbauschraube gibt es natürlich auch in verzinkt, aber jetzt habe ich sie in gelb chromatiert halt. Die DIN-Schraube hat eine wesentlich geringere Steigung, sprich also pro Gewindegang weniger Eindringtief in das Holz. Und die Wendel hier, das was sich da in das Holz reingräbt, das Gewinde, das ist weniger scharf als das von der Holzbauschraube. Das ist hier ein richtiger Fingerreißer, ne, wenn man da drüber geht. Und ist auch scharf und darauf bedacht, dass man schnell auch in das Holz reinschneiden kann. Das nächste ist, wenn, ja, hier haben wir einfach nur einen Übergang zum dickeren Schaft und fertig. So, und das macht diese Schraube so interessant. Das heißt, sie hat hier den Durchmesser von, schauen wir mal gerade, 8 mm. Ja, knapp, ja, je nachdem, wo man es ansetzt, ungefähr ja, so um die 8 mm. Das kommt, ich muss noch mal gerade von hier aus gucken. Ja, 8. Also, die 8 mm beziehen sich hier auf das Gewinde. Der Schaftdurchmesser ist hier aber 5,7 und hier zwischen den 5,2. Ja, der Schaftdurchmesser setzt sich also hier vorne in dem Gewindeteil einfach fort. Jetzt haben wir aber hier noch eine interessante Geschichte, nämlich hier so ein Fräserteil. Und der Fräserteil fräst das Ganze auf knapp 7 mm auf. Das heißt also, wenn ich die Schraube erstmal so weit drin habe, wird das Ganze, das Loch, das ich da bisher reingeschnitten habe, aufgefräst auf knapp 7 mm und dann rutscht der Schaft einfach dahinterher, weil der Schaft ist deutlich dünner als dieser Fräserteil hier. Okay, das heißt also, halten tut die nur mit den Spitzen dieses Gewindes und mit nichts anderem. Und natürlich gekontert durch den Tellerkopf bzw. durch den Senkkopf. Okay, ansonsten sind die ja identisch. Also, das heißt, wenn du so eine Schraube verwendest gegenüber der hier, ja, mit der hier kannst du natürlich auch mit einem kleinen 12 Volt Gerät prima fahren, aber bei dem hier, da musst du Leistung bringen. Und deswegen nehme ich auch diese DIN-Schrauben für die Leistungsmessung. Haben wir das soweit verstanden? Ja, danke schön. So,
Nachdem wir jetzt diese Erklärung gehört haben von Holzbauschrauben versus Holz-Sechsgangschrauben nach DIN, ja, da wird es dann Zeit, in die Praxis zu gehen und uns mal wirklich anzugucken, was kann der Milwaukee, der FPD2 mit 135 Newtonmeter mit diesen Schrauben hier anfangen und wie weit kommt er damit? Und das ist doch das eigentlich Spannende. Okay, und los geht's. So, wir haben jetzt hier zwei Milwaukee Fuel Brushless Geräte, mit denen wir ein bisschen Schrauben, also Schrauben eindrehen werden in Nadelholz 100x100, beide zusammengezwungen. Und zwar geht es einmal hier um den M18 FPD2, den 135 Newtonmeter Schlagbohrschrauber und den M18 FMTI W2F12, der 750 Newtonmeter Drehschlagschrauber, der allerdings auch eine reine Bohr, also eine Schraubstufe hat, also nicht ohne Schlag. Ich habe den jetzt mal hier auf den 8 Ampere Stunden Akku gestellt, High Output, und mit einem 5 Ampere Stunden Akku diesen normalen Bohrschrauber hier versehen, oder Schlagbohrschrauber versehen. Und ja, da müssen wir mal sehen, wie beide sich dann schlagen. Und zwar an was? Nun erstmal an einer 6x120, an einer 8x120 Schraube, jeweils hier mit Sechskantkopf, an einer 10x200er und einer 12x200er. Und wenn das nicht reicht, naja, dann müssen wir uns irgendwas anderes ausdenken. Aber das ist schon mal ein ganz guter Vergleich, denke ich mal, so dass man dann sehen kann, was ist hier überhaupt Sache. Wir fangen an. Der hat hier im reinen Schraubfall nur in Anführungsstrichen 47 Newtonmeter, ist also nominell der schwächste. Und deswegen nehmen wir den hier mal und schalten den mal ein. Ja, diese weißen Lichter hier, also die sind wirklich schwer zu erkennen. Jetzt habe ich den Schraubfall eingestellt. Ich hoffe, das sieht man tatsächlich irgendwie, weil das liegt jetzt ein bisschen so im Schatten. Hoffen wir das Beste. Ja. Das ist ja ein Halbzoll. Das heißt also, wir müssen dann mal sehen, wie wir damit jetzt mit den Nüssen klarkommen. Genau. Dann versuchen wir zuerst mal ohne Vorbohren den 10er hier reinzuschrauben. Ich habe mir das mal eingezeichnet, wo keine Äste sind, auch hier unten drin nicht. Nicht wahr? Nicht, dass dann irgendeiner wieder rumheult und sagt, ja, das war aber doch nicht und bla bla bla. Nö, das brauchen wir nicht. So. Also, mit der reinen Schraubstufe, das war nichts. Also ich hätte mich auch gewundert, wie das denn funktioniert, wie das funktionieren soll, wie man da nur das reine Schrauben einstellt. Tja. Jetzt sind wir hier auf 1. Geht. Jetzt sind wir hier auf 2, das ist unglaublich schwer zu erkennen. Das geht. Und auf 3 geht er erst recht. Das ist noch besser.
Thema. Also das brauchen wir nicht weiter zu beleuchten. Das kann er. Ne? Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung hier, sondern Sinn und Zweck der Übung war, Moment, krieg den mal wieder rein, sonst steht er nämlich nicht. Sinn und Zweck der Übung war, hier den reinen Schlagbohrschrauber, und zwar in der, nicht Hammerstufe, sondern in der Bohrstufe, erster Gang, zu checken, wie inwieweit er mit den Schrauben hier fertig wird. So, ich habe die passenden Schrauben schon, die passenden Nüsse da schon mal draufgestellt, draufgesteckt. Hoppla. Und das ist also die 10er Nuss für die 6er, die 13er Nuss für die 8er, die 17er Nuss für die 10er und die 19er Nuss für die 12er. Tja, und da fangen wir mal an. Und standesgemäß gehört hier auch noch dieser Handgriff dazu. Den packen wir da jetzt auch nochmal dran. Schön fest. Also ja, das ist eine solide Konstruktion, die vertrauenerweckend aussieht. Ja. Fangen wir mal an. Erster Gang. Dürfte eigentlich kein Problem sein, auch mit dem kleinen Akku. Na nun, nochmal festmachen. Ja, es ist ein bisschen stumpf hier oben. Ja, der zimmert den ohne weiteres rein. 13er. Schön, dass es eine Radialverriegelung hat. Ich hoffe, dass das einigermaßen senkrecht ist. Ich bin ja so der Spezialist für schräge Verschraubungen. Auch das ist kein Thema, wie zu erwarten. Hier haben wir die 10er. Eigentlich können wir die eigentlich weiter drehen, weil also gar kein Problem. Jo. Und jetzt die 12er. Ohne Vorbohren. 12x200. Und jetzt kommt zur Fahrt. Okay, schön mit Handgriff. Aha, jetzt geht dort so eine Art, ja, Rutschkupplung greift hier. Das ist interessant. Und da lässt er sich nicht weiter dahin. Aber er schaltet nicht einfach so elektronisch ab. Wollen noch eine Sache machen. Mal sehen, ob er mit der mit dem 8 Ampere Stunden Akku den restlichen Millimeter, Hilfe, vielleicht etwas flotter reindrehen kann.
Also sind natürlich alle geladen, ist klar, ne? Ja. Nur für den Fall. So. Also, die Antwort lautet nein. Das geht dann nicht weiter. Hey, ganz hat das noch nicht geschafft. Also bislang hat es noch keiner geschafft, die 12er komplett zu versenken. Aber immerhin, er ist mit Abstand am weitesten gekommen. Ja? Und das, wie gesagt, bei einer Schraube, ja, über deren Eigenschaften wir noch reden müssen. Das ist nämlich nicht ganz ohne, die ohne Vorbohren da in das Holz reinzujubeln. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Er dreht das einfach wieder raus. Das dürfte ja nun gar kein Problem sein. Wird er irgendwie warm? Ja, hier oben so ein bisschen. Ja, 41,6 Grad. Beim Motor ansonsten alles relativ kühl. Dort, wo ich angefasst habe, ist natürlich auch ein bisschen wärmer. Aber das geht eigentlich. So, raus damit. Heiß, heiß, heiß. Da muss man vorsichtig sein. Diese Schrauben, an denen merkt man, wie hoch die Energie ist, die dabei auch in Form von Wärme versenkt wird. Ja. Da hinterher zu hechten und die mal eben aufzusammeln, das macht keinen Sinn. Die lassen wir erstmal ein bisschen abkühlen. Die kann man anfassen, da ist etwas weniger Energie drin. Ja. Der ist hier doch ja, nicht kühler geworden. Gut, aber wir haben gesehen, wo er sich am meisten aufheizt, außer an dem Handgriff, den du ja selber in der Hand hältst. Ja, schön. Insofern haben wir hier unseren bisher kräftigsten und besten Schlagbohrschrauber. Nein, unseren Bohrschrauber gefunden. Das mit dem Schlagbohren, das werden wir dann noch separat ermitteln müssen. Ja, prima, ne? Also, das ist doch eine eindrucksvolle Vorstellung. Sowohl der Einsatz des Handgriffs hier, den muss man schlicht und ergreifend haben bei so viel Drehmoment. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen froh, hatte auch ein bisschen Angst, schafft er zum Beispiel hier von diesen DIN-Schrauben tatsächlich die 12er. Wenn er die geschafft hätte, hätte ich mir größere besorgt. Und im ganzen Umkreis hier, in den Baumärkten und so weiter, haben die keine größeren 14er, 16er. Also die 16er, das hätte ich mir mal gegönnt, die dann auch da ohne vorzubohren reinzujubeln, wie es hier in der Bedienungsanleitung steht. Aber brauchte ich nicht. Er hat die 12er noch ein bisschen rausstehen lassen. Nur ein bisschen. Also, von allen Bohrschraubern, die ich bisher in der Hand hatte, war er mit Abstand der stärkste. Und ich hatte auch das sicherste Gefühl mit diesem Handgriff hier. Klare Sache und hopp. Ich habe jetzt nicht das Drehmoment gemessen, wenn die Schraube dort steht, um die dann weiterzudrehen. Warum nicht? Weil ich verweise da mal auf die Berichte von den Drehschlagschraubern. Drehmomentmessung ist so eine Sache. Du musst, wenn du so eine fest sitzende Schraube da im Holz drin hast, musst du ja, egal in welche Richtung, musst du einen Losbrechmoment von der Haftreibung zur Gleichreibung, wie bei jeder Schraube, musst du dann das überwinden und das verfälscht dann den Wert.
Also ist es in meinen Augen eigentlich das Reelle, die Schrauber gegeneinander mit den gleichen Schrauben antreten zu lassen und wie weit kriegen sie die jeweils rein, und dann kannst du dir selber ausmalen, okay, ist für meine Zwecke genug oder nicht. Dass diese Schrauben ja jeder reinkriegt, darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren, habe ich ja versucht vorzuführen in dem Clip mit dem Vergleich zur DIN-Schraube. Es bleibt erstmal zu konstatieren, beim reinen Schrauben super. Ja, und das für diese Größe, jupp. Und Preis 200 Euro, ja, wenn man das Drehmoment braucht, dann kann so ein Schrauber 30, 40, 50, 60 Euro kosten. Und wenn er das Drehmoment nicht hat, dann ist er nicht nur zu billig, dann taucht er eben für die Arbeit nicht. So einfach ist das. Wenn du die Anforderungen hast, du brauchst so etwas, ja, dann musst du dir so ein Gerät kaufen. Und ein Drehschlagschrauber, der erledigt die Arbeit natürlich deutlich langsamer und viel, viel lauter. Apropos laut, tja. Also ich halte das für sehr unangenehm. Wenn wir mal den Makita nehmen. Das ist deutlich leiser. Nochmal. Okay, ich habe da noch so einen Nachbau-Akku. Nachbau-Akku sowieso, aber einen Nachbau-Makita. Und der erinnert mich so ein bisschen hier an diesen Milwaukee. Mal auch den zweiten Gang nehmen. Der ist noch ein bisschen schriller. Ja. Aber ich finde den hier, den ganzen Tag so am Kopf haben, fast so schlimm wie der hier. Ja, ist halt so. Ja, jetzt haben wir den hier noch. Ja. Also irgendwie ist der Sound bei den anderen Maschinen angenehmer. Sage ich einfach mal so. Sound und Messen bei Drehzahlen. Lieber das vergessen, machen wir das nämlich schnell, denn besser ist, dass wir es direkt dann hinter uns haben. Ja, der hat eine schöne Vertiefung hier. Da kann man auch so Millimeter-Schrauber, Millimeter-Bohrer, 2 mm-Bohrer da auch ganz gut reinsetzen. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal eine Drehzahlmessung. Gut, mit unserem beliebten Gerät. Und was steht hier drauf? 0 bis 550 beziehungsweise bis 2000 Umdrehungen. So, dann wollen wir mal gucken. Kriegen wir das hier drauf? Ich hoffe, ne? Also jetzt erstmal erster Gang. Rechtslauf. Ja, Rechtslauf. Umdrehungen. Umdrehungen. Zweiter Gang. 1810. Statt 2000. Ja, jetzt nehmen wir mal 8 Ampere. Die anderen Kandidaten waren bisher immer so gestrickt, dass sie, mal den Lappen hier wegnehmen, dass die mit den größeren Akkus immer schneller gelaufen sind. So, machen wir hier wieder rückwärts. Erster Gang. 540. Ja. Zweiter Gang.
1888. Ich habe auch schon mal 1890 knapp gesehen. Bleibt doch ein bisschen unter dem, was er eigentlich machen müsste. Ich verweise nochmal darauf, gerade bei so einer starken Maschine bietet sich das ja an, auch schwierige Arbeiten mal durchzuführen. Sprich Pumpen, und die Pumpenleistung hängt sehr von der Drehzahl ab, und manche Pumpen arbeiten erst ab 1900, 2000 Umdrehungen richtig vernünftig. Gut, wissen wir Bescheid. Und eine Sache, wir hatten das hier auf Bohren, und dann können wir es noch einen weiterstellen. Und dann haben wir ja auch hier dieses Symbol Hammer und Hammer. Und ja, diese Scheiben hier, die da übereinander stoßen, die ja, sind unter dieser Platine irgendwie auch versteckt. Ich habe es nicht losgenommen, ja, hier drunter. Also wenn man das hier losnimmt, dann hier darunter. Ich habe es nicht losgenommen. Ich habe es trotzdem mal ausprobiert gegen meine anderen Schlagbohrschrauber, die ich hier so habe, wo ich diese Schlagbohrfunktion eigentlich nie teste. Aber ich habe mir gesagt, okay, komm, jetzt ist eine gute Gelegenheit. Jetzt hast du mal so ein Ding da, sollst du mal gerade machen. Und was dabei herausgekommen ist, haben wir ja nochmal in einem separaten Video gesehen. Wir können da mal schnell noch einen Ausschnitt von zeigen. Wie ihr seht, wisst ihr ganz genau, worum es geht, um den Milwaukee. Milwaukee Fuel M18 FPD2, und der hat ja ein Schlagbohrwerk. Und wir machen das Ganze in Echtzeit. Könnt ihr die Zeit nehmen und dann schauen wir mal. So. Zweiten Gang. Warum ist das nicht zu schnell? Das mal in einem zusammenfasst als stärkste Maschine. Man merkt es einfach, dass da viel mehr Power drin ist. Auch im ersten Gang mit einem 10 mm Bohrer in Beton rein, in den Betonklotz da rein, ist sie relativ zügig. Und im zweiten Gang, was allerdings nicht empfohlen wird bei 10 mm, geht die also ganz gut da rein. Am besten geht halt immer noch der Spezialist, sprich der Bohrhammer. Selbst der billige Parkside Grün Bohrhammer ist immer noch besser als das hier. Aber okay, man hat dann jetzt alles in einem, und man kann auch, wenn man will, auch mal sich an etwas anstrengendere Aufgaben wagen. Und wie ein Zuschauer mal geschrieben hatte bei den Bohrhammer-Tests, naja, ihm reicht der kleine Parkside, weil er ist Rentner und hat Zeit.
Ja, so kann man das dann auch sehen. Mein Fazit ist, nach diesen Versuchen hier, Bohren in Stahl brauchen wir nicht machen. Das Wichtigste ist ja, dass das, wie gesagt, alles vernünftig hält und dass du Verschleißteile bekommst. Ist das Gerät preiswert? Also, Milwaukee ist eigentlich für gewerbliche Anwendungen eher gedacht. Als Privater ist das Spaß an der Freude, Überzeugung, dass im eigenen Betrieb die Maschinen auch gut laufen, so wie bei dem Zuschauer. Und deswegen hat er sich das geholt, dass das Akkusystem seit über 10 Jahren schon konstant so verwendet wird und immer noch kompatibel ist. Das ist auch ein richtig gutes Argument. Natürlich, was will man denn mit einem Anbieter, der ständig die Akkus wechselt? Und das ist wie ein Kamerahersteller, der ständig andere Objektivbajonette erfindet. Dann musst du dein teures Glas wieder ersetzen. Und hier ist das, wäre das dann genauso. Musst du dir neue Akkus kaufen, die dann wieder an deine alten Maschinen nicht passen und. Also das ist schon mal ein ganz, ganz gewichtiges Argument, das man auf jeden Fall immer nachvollziehen kann. Und wie gesagt, wenn das Hobby ist, dann ist es eben Hobby, dann diskutiert man nicht über Geld. Und im gewerblichen Bereich sieht das ja so aus, dass der Return of Investment, schnellere Arbeiten, schneller erledigt werden. Klar, kann man mehr arbeiten, mehr Geld verdienen. Da ist das keine Diskussion. Da kommt es natürlich auch mit auf den Service an, wenn der um die Ecke ist. Du gibst eine Maschine hin, kriegst sofort eine zurück und dann gibt es keine Diskussion. Du kannst weiterarbeiten. Das sind dann mit wichtige Entscheidungskriterien. Und natürlich, dass die Mitarbeiter dann zufrieden sind. Und ja klar, wenn sich einer das dann privat für sich kauft, scheint er auch zufrieden zu sein. Nicht? Ich würde mir ja keinen Mist holen, den ich auf der Arbeit dann aufgedrückt bekomme. Den lege ich mir dann zu Hause nicht auch noch in eine Kiste rein. Gut, also ist das noch eine doppelte Empfehlung. Klar, der Preis 200 € plus natürlich die Akkus und so weiter ist ein Argument. Muss aber jeder für sich selber entscheiden. Wenn du die Leistung brauchst, ist okay. Wenn nicht, gibt es ja andere Alternativen. Und in diesem Sinne kann man nur sagen, ja, Leistung bringt sie. Und insofern, wenn das dein Kriterium ist, alles gut.